Hallo Leute. Willkommen zurück auf unserem Kanal. Heute haben wir eine emotionale Geschichte für euch. Vor etwa 3 Jahren mussten Anna Maria Fashishi und Bushido eine echte Herausforderung meistern. Bei der Geburt ihrer Drillinge gab es Komplikationen und sie mussten um das Leben ihrer Tochter Amaya bangen. Zum Glück kamen alle 3 Kinder gesund zur Welt. Aber das war nicht das Ende ihrer Herausforderungen. Vor kurzem haben sie sich große Sorgen um ihre Tochter Laila gemacht. Sie ist in Therapie. Wie geht es ihr damit? Anna Maria erzählt in unserem Podcast Im Bett mit Anna Maria und Anis Fashishi, dass Laila letztes Jahr eine schwierige Phase durchgemacht hat. Als hochsensible Person hatte sie ständig Angst, sich zu übergeben oder krank zu werden. Deshalb bekommt sie jetzt professionelle Hilfe. Und das Beste ist, sie geht gerne zur Therapie. Auch Bushido hat dank einer Therapeutin gelernt, besser mit dem Verhalten seiner Tochter umzugehen. Es ist schön zu sehen, wie sie als Familie zusammenhalten und füreinander da sind. Und wisst ihr was? Vor kurzem haben Anna Maria und Bushido einen besonderen Meilenstein gefeiert, ihren 13. Jahrestag als Paar. Anna Maria hat ihm eine emotionale Liebeserklärung auf Instagram gewidmet. Lasst uns in den Kommentaren wissen, was ihr von ihrer Geschichte haltet, und vergesst nicht, unseren Kanal zu abonnieren, um keine Updates zu verpassen.